den Holländern. Neuer Tag, neues Glück. Normalerweise kriegt man ja eigentlich in Holland leckere Käsebrötchen. Naja, neues Jahr, neues Glück, frohes Neues, die den Leuten, die hier als Erste zugucken. Zu den Veränderungen sagt denn gleich was der Gacki oder der Andi, die immer noch mit dabei sind. Mädels, was geht bei euch? Hallo, aber Entschuldigung, dass ich eingreifen muss, ne? Aber hast du nicht von Käsefüßen vorhin geredet? Nein, weil deine Käsefüße wollte ich nicht. Ach so, okay. Ja, dann erstmal von mir Hallöchen zusammen. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ich bin noch auf der Suche nach einer Bratpfanne, die ich dem Manu demnächst mal um die Ohren hängen darf, kann. Möchte, wie auch immer. Derweil laufe ich hier durch meinen Hof und guck mal, ob es hier noch alles passt. Warte mal, ich guck mal. Ja, dem Manu seine Verwandtschaft ist noch da. Okay, dann kann der Manu nicht sehr weit sein. Das ist schon mal sehr gut. Ansonsten, ja, schauen wir mal, was wir heute so treiben. Wollen wir das Ja, wissen, was du treibst? auch von mir erstmal ein schönes Hallo und vor allem frohes neues Jahr. Wir sind heute in der ersten Folge im neuen Jahr, also das haben die anderen zwei da klar wieder total vergessen. Und wie man sieht, ich bin dabei, hier meine Kühe zu füttern, mal endlich wieder. Irgendwie klappt es nämlich jetzt wieder mit dem Aufladen. Das war ja in der letzten Folge ein bisschen problematisch gewesen, aber ja, wir sind voll dabei. So, dem Gacki kaufen wir jetzt erstmal ein Hörgerät. Habe ich jetzt mal so beschlossen. Denn gerade hat er behauptet, wir hätten das vergessen. Ich habe es nicht vergessen. Das geschafft, habe ich nicht gehört. Siehst Ich du? hab's auch nicht vergessen, aber ich hab's ignoriert. Also gut, dann habe ich da an was anderes gedacht, gerade während du da geredet hast. Aha, an was denn bitte? Hä, Herr An Gacki? meine Kühe, an meine süßen Kleinen. An die Euter von deiner Kuh wieder, ja? Du Schlingel. Und an den Käsebrötchen, nee, Käsebrötchen, gibt's Käsebrötchen? Ich, nee, Donuts gibt's, glaube ich, demnächst, wenn ich das richtig gesehen habe. Ja, Es aber. gibt Donuts, Brot und Cookies gibt's demnächst. Und Sehr noch so ein gut. paar andere Sachen mehr. Aber nur, wenn der Gacki fleißig an den Eutern umspielt. Ja. Lach nicht so frech. Ja, er muss ja die Milch abzapfen. Mensch, was habt ihr denn wieder gedacht? Kinder, Ja, das ist ja und fürchterlich von Manu euch. muss seinen Schafen die Haare ausreißen oder das Ja. Fell oder wie auch Ja, immer das heißt. das würde ich dem Manu sogar zutrauen. Er ist kleiner Sadist und so. Genau. Ist das heute ein schönes Wetter wieder in Holland. Ja, Was? und ganz wichtig, wir haben ja eins vergessen. Wir haben, wie gesagt, wir haben so ein paar Produktionen mit reingenommen und die wichtigste darf ja jeder selbst auf den Hof setzen. Das werde ich nicht machen, weil es zu teuer ist im Moment noch. Die schöne Hanfproduktion, die braucht man da klein in Holland. Ja, also ich bin da mal hier in dem Fabrikpark vor Ort und zeige das mal hier den guten den Menschen. Hier Weißt du steht was? das Auto von meiner Da, wenn Putzfrau du. übrigens. Ja, warte mal, halt mal. Ah, ja, da steht das Auto, genau. Guten Tag. Also das hier ist das Auto von meiner Putzfrau, nicht das da drüben. Achso. Achso, das ist deins dann, oder wie? Der Ja, mehr kann ich mir K nicht mehr hier. leisten. Der Ford Ka hier. Ja, die Joghurtproduktion. Ja, wer wird die denn betreiben? Wer hat denn so viel Milch? Ich. Ja, Ich. richtig, richtig. Wenn ich dann irgendwann mal Milch habe, wohlgemerkt. Ach ja, stimmt. So, was haben wir denn Oh, hier Hübsches? aber das wird interessant. Das wird interessant. Vielleicht können wir das gar nicht betreiben. Weil Warum? wir haben hier ein Problem mit dem Sägewerk, weil ich brauche hier Leerpaletten. Ah ja, stimmt. Empty Pallets. Ja, das Und kriegen wir hin. ich kann sie nicht kaufen, weil wir haben noch ein Problem mit dem Sägewerk. Das werden wir, denke ich, mal gucken. Und da ich eh keine Milch habe, also noch nicht. Ist es eh noch nicht schlagreif, spruchreif, Ja, ich spruchreif. denke, das kriegen wir hin mit den leeren Paletten. So, hier der Fleischer.
Den werde dann wohl ich betreiben. Hier kommen Kühe oder Schweine rein. Da werden wohl vorzüglich Schweine Einzug halten. Ach, hier brauchen wir auch Empty Palettes. Ah, sehr gut. Habe ich noch gar nicht gesehen. So, hier drüben, was haben wir denn hier Hübsches? Ach ja, da hast du von dir schon angesprochen. Ja, das darfst du dann wieder Cookie übernehmen. Factory. Wir sehen, wir brauchen Eier und Milch. Ist ja ein Zufall, dass ich das rein Dings auf meinem Hof habe. Dann kommen da Donuts, Brot und Cookies raus. Kann man da rein? Nee. Aber irgendwo war ich mal drin. Also, weiß nicht. Oh. Ah, da sind noch ein paar Leerpaletten. Oh, hier ist mein Auto. Oh, ja. Guck mal, hier ist ein Kipper mit Leerpaletten. Können wir die nehmen? Irgendwie nicht. Schade. Ja? Wo siehst du einen Kipper mit Leerpaletten? Hier. Ach, da. Ja. Nee. Denn da sind wir mal wieder beim Thema Ladungssicherung. Einfach so in den Kipper so einen Stapel Leerpaletten rein, passt. Ja, ist ja auch Holland. Ja, genau. Manu, das ist doch was für dich hier. Ey, das sind meine anderen beiden Putzfrauen. Was ist denn hier los? Vergesst das. Das Auto gehört mir. Ja, wir haben hier das nächste Problem. Wir brauchen die Salzproduktion noch. Ah, wir müssen noch ein bisschen nacharbeiten. Ja. Ey, cool, ich krieg hier mit meinen Paletten, verdiene ich mir hier eine goldene Nase. Bang, 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 bang. Ja. Gut. Ja, magst du was dazu sagen, Manu? Hast du jetzt hier diese... Ich weiß, dass meine Wollproduktion hier vorne ist. Irgendwie eine Produktion habe ich noch, aber ich habe keine Ahnung welche. Ja, die hier. Ach ja. McKay. Okay. Was hätten wir produziert? Ohne Werbung zu machen. Potato, Kartoffeln. Ja. Ja. Gut. Nö, wir lassen uns einfach überraschen. Wir haben uns die fleißige Aufgabe gemacht. Weiter hier. Popcorn. Yes, das gehört dann auch mir. Ich mache hier Popcorn für euch. Also geht fleißig ins Kino, damit ich hier ordentlich Popcorn verkaufen kann. Ja, und das ist dann wohl noch die zweite Produktion vom lieben Manu. Die Weberei. Mhm. Da kann er rumspinnen, Webern. Ich brauche keine Paletten. Das ist Schweinerei. Das geht so. Katten Woll, ich brauche nur Wolle. Baumwolle oder Wolle und dann kommt... Dann kommt hier Texturfaser raus. Schick, Leute, ich habe keine Zeit, ich muss irgendwie mal was arbeiten hier. Ja. Geh du mal in der Nase puppeln, tschüss. Wie sieht's aus, Gacki? Trink mal ein Bier. Wo? Gibt's hier irgendwo eine Gaststätte? Weiß gar nicht, ich kenne mich hier nicht aus. Bin ja hier. Also es sind Holländer, die können das alle nicht so genau, aber irgendwie so eine komische Brühe, die bierähnlich aussieht und bierähnlich schmeckt, wird es ja schon irgendwo geben. Sind nicht in Bayern, wo es an jeder Ecke so einen Puff gibt. Ja, leider. Wir hätten halt mal umziehen müssen. Hier, nee, bitte nicht. Wisst ihr übrigens, dass Hopfach gar nicht mal so weit von hier ist? Willst du umziehen, oder was? Hier ist eigentlich ganz hübsch. Aber ja, würde ich auch sagen. Wir brauchen hier noch Handfelder. Wo können wir denn die bauen? Ich habe noch so eine schöne Wiese hinter meinem Hof. Da werde ich irgendwann, wenn ich Geld habe, voll knallen mit Gewächshäusern. Mal gucken, also hier auf meinem Hof, da kann ich eventuell auch noch. Ich habe mich weggebeamt. Das habe ich gemerkt. Gut, ich gehe auch mal arbeiten. Du hast nicht genügend Geld. Okay. Dann kaufe ich mir halt keine Handproduktion. So eine Scheiße. Unter was finden wir? Wie teuer ist denn die? Was? 100. 100.000, ja. Ja, da kann ja unser BGA-Multimillionär mal reinhauen. Seedmaker, Popcorn. Ah, da. 100.000. Wohin stellen wir die denn?
Wo wird denn hier angeliefert und wo nicht? Jetzt hier hinstelle, ist das blöd. Habe ich jetzt schon wieder den falschen Knopf gedrückt? Wasser. Das waren 3 Liter hier gerade. Gut. Ja, haben wir sie einfach mal dahin geflüstert. Das ist gut. Oh, hey, hopp. Oh, alt S. Gucken wir mal, was den Tieren. Ja, schaffen sie noch. Aber die Herausforderung, dass ich keinen Mist habe. Wer hat den Mist? Du hast ja keinen Mist, du machst nur Mist, ne? Und der redet nur Mist. Also eigentlich müsstest du genug Mist haben, ich verstehe es nicht. Ey, was ist da los? Immer noch im Wachstum, ey. Mein Gott. Ja, das haben wir ja bald hinter uns. Wir sind jetzt schon im Spätsommer. Ja. Letzter Tag Spätsommer, glaube ich, oder? Vorletzter. 9 Tage. Ach ja. Der Tag hat ja gerade erst angefangen. Ja. Wollen wir dann vielleicht mal ein bisschen schneller arbeiten? So für die letzten paar Tage? Nein. Was? Wie viel Mist brauchst du denn? Viel, weiß ich nicht. Woher soll ich das wissen? Bisschen was könnte ich dir vielleicht abgeben. Das ist gut. Kannst du mir mal bitte den Lohner wegnehmen bei dir auf dem Hof, Kacke? Hast du nicht. Okay, dann der Andi, weil ich tapp immer durch irgendwelche Fahrzeuge durch, die nicht mehr gehören. Ist denn eigentlich die Silage schon reif? Silage reif? Ja, du hast ja das letzte Mal doch ganz viel Häckselgut hast du doch von mir bekommen. Da steht ja noch die Bezahlung aus. Boah, ne Moment. Häckselgut habe ich dir doch gezahlt. Nee. Ne, warte mal, das Häckselgut habe ich jetzt erst. Ach, warte mal, das habe ich in mein Lager rein. Das muss ich jetzt erst ins Silo packen. Hä? Kleinen Augenblick. Ich muss jetzt erstmal hier gucken. Lager. Ja, da hat er wieder über die Feiertage hier seine restlichen 3 Gehirnzellen versoffen, der Kerl. Unglaublich. Das heißt, ich habe jetzt gar keine Zeit, hier irgendwelche Arbeiten zu machen. Ich muss jetzt erstmal dem sein ganzes Häckselgut Da hat er gedacht, er hat Langeweile und dann schon ist vorbei, ne? Ein Ding, wenn du das in dein Silo fährst, ja, würde ich eventuell mit dem Radlader vorbeikommen und das platt fahren. Das wäre sehr nett. Wo hast du denn dein Hanfgewächshaus? Bei mir, wo die Musik ist. Da, wo die Musik ist. Weil ich lade dir gerade einen Anhänger mit Mist voll. Ja, sagst du mir gleich, was du dafür kriegst dann? Dann muss ich gucken, kann ich dir so nicht sagen. Ja. Weil dann schnall ich den einfach an den Radlader dran und dann komme ich da rüber. Weil ich habe nämlich auch nichts zu tun im Moment. So wie wir alle eigentlich. So. So, gut. Das können wir wieder wegschmeißen. Aber das wird sich ja ab nächstes Jahr schlagartig ändern, wie ich vermute. Was? Dass uns langweilig wird. Wieso?
Naja, haben wir doch schon mal vor langer Zeit darüber gesprochen, was wir dann tun werden. Ich habe keine Ahnung mehr. Okay. Wobei die Frage ist, ob es sich dann ausgeht. Ich habe irgendwie so das Gefühl, die Karte ist zu klein. Ja, dann machen wir uns mal auf den Weg. Zum Herrn Manuel. Ein Gelände gegen den Radlader. Ja, ist klar. Nur weil du Reed dazu missbrauchst. Wenn jetzt der Holländer da vor mir nicht gleich aufgibt, lade ich den mit der Schaufel auf. Komm. Wir kriegen ihn nicht gefasst. Schade. Naja, der Bauch wieder on tour. Ah. Oh, da ist ein Gewächshaus. Ja. So, also wo muss ich das hinkriegen? Die Frage ist, ob er das legal angemeldet hat oder ob er sich hier wieder. Weißt du, aber hinterher fleißig mitrauchen, ne? Psst. Wollen doch die Leute nicht wissen. Und, doch, geht. Das geht rein. Oh, die Musik ist ja wieder laut. Da kann ich ja wieder DJ spielen. Aber auch. Hä? Ich hatte doch gerade eine Mission angenommen. Gut, 8000, ja. Hat jemand noch von euch eine Mission angenommen? Mhm. Warte mal. Nö. So. Hier die BGA finden. Die BGA muss mir nur folgen. Ja, ich sehe dich da irgendwo in weiter Ferne. Aber ich bin auf dem Weg. Aber Manu, kannst du dich schon mal seelisch und moralisch darauf vorbereiten? Auf. Zweite Folge. Was ist da? Ja, die kommt jetzt gleich. Ach, ja, Liebe Leute, ich hab fast total verpeilt. Wir sind fast am Ende der ersten Folge. Wir verabscheuen uns von allen Zuschauern und Kommentierer und Liker und Follower. Ja, wie gesagt, wie im alten Jahr, da hat sich nichts dran geändert. Wenn ihr möchtet, gerne Kommentare rein, was wir hier noch mitmachen können. Vielleicht habt ihr noch eine Idee für die Produktion. Somit bin ich raus. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis denn. Ciao, ciao. Okay, jo, dann fang halt ich an. ich mach heute erster. Ha, okay. Zweiter. Ja, von mir auch. Was wollte ich jetzt sagen? Shit. Guckt rein, guckt bei Manuel rein, guckt bei Franken-Andi rein. Und ja, Produktion, wir wissen, was wir noch brauchen. Die werden dann aber jetzt nicht in der nächsten Folge schon da sein, sondern im nächsten Aufnahmepart auf jeden Fall. Bis dahin, macht's gut und ja, jetzt darf der Andi auch. Ja, ich bedanke mich auch fürs Einschalten. Ein Däumchen wäre ein Träumchen, der ganz klare Spruch wieder. Und ansonsten, passt auf, was ihr raucht. Es könnte das Falsche sein. Tschüss.